Gute und herzlich willkommen bei unserer deutschen Interpretation von dem Legend of the Five Rings Regelwerk Emerald Empire, die Smaragd-Königreiche. Erster Teil, Einleitung. Die Sonne war längst hoch in den Nachmittagshimmel gestiegen und begann ihren Abstieg zum Horizont hin. Währenddessen saß der junge Schüler allein im Raum. Gelegentlich blickte er auf die kunstvolle Darstellung eines Skorpionmonds, das die nördliche Wand des Raumes beherrschte. Hin und wieder seufzte er leise und wippte auf der Stelle, wie junge Männer, die kaum dem Kindsein entwachsen sind, es zu tun pflegen. Aber zum größten Teil saß er einfach nur da und wartete. Worauf er wartete, wusste er nicht. Aber letztlich war es auch egal. Er wartete einfach. Wenn ich mich nicht irre, unterbrach eine Stimme seine stille Träumerei, hast du ein Mittagessen verpasst. Der Schüler blickte über seine Schulter und neigte den Kopf in einer respektvollen Begrüßung. Ja, Herr, sagte er leise. Der Mann in der Tür betrachtete den Jungen neugierig. Bedrückt dich das nicht? Ich bin mir der hohen Wertschätzung bewusst, mit der junge Männer ihre Mahlzeiten einnehmen. Es ist bedauerlich, sagte der Schüler. Jedoch bin ich auch nur früher ohne Essen ausgekommen, Meister. Ach ja, sagte der Meister und ging langsam an den Wänden des Zimmers entlang. Du bist in einer sehr ländlichen Provinz aufgewachsen, nicht wahr? Dein Vater war Magistrat in einem Nebenzweig der Familie Bayushi, soweit ich mich erinnere. Wenn das Wissen des Mannes den Schüler beunruhigte, zeigte er es nicht. Ja, mein Herr, das ist richtig. Dein Vater war ein Mann, der seine Pflicht angenommen hat, obwohl sie glanzlos und wenig ruhmreich war. Er betrachtete den Schüler aufmerksam. Er akzeptierte seinen Platz innerhalb des Clans und stellte ihn nie in Frage. Nach allem, was ich höre, ein guter und pflichtbewusster Vasall. Danke, Herr. Der Mann stand mit gefalteten Händen vor dem Schüler. Weißt du, wer ich bin? Ihr seid der ehrenwerte Sensei des Dojo, antwortete der Schüler. Mein Sensei ist ein Untergebener von euch. In der Tat, das ist er, stimmte der Sensei leise zu. Wie bist du in diesen Raum gekommen, Schüler? Der Junge runzelte leicht die Stirn hinter der Stoffmaske. Meister Yoto wies mich an, mich mit mehreren anderen Schülern in diesem Raum zu treffen. Das hat er mir heute Morgen im ersten Licht mitgeteilt. Ich verstehe, sagte der Sensei. Und dennoch ist nichts passiert. Du bist der Einzige hier. Findest du das nicht ungewöhnlich? Ich denke schon, gab der Schüler sichtlich unbehaglich zu. Ist es möglich, dass du an den falschen Ort gekommen bist? Nein. Der Sensei hob seine Augenbrauen. Es besteht nicht die Möglichkeit, dass du deinen Sensei falsch verstanden hast. Nein, mein Herr, sagte der Schüler sofort. Du scheinst dir ziemlich sicher zu sein. Ich erinnere mich sehr genau an meine Anweisungen, Sensei, antwortete er. Ich habe seit meiner Ankunft im Dojo sicher Fehler gemacht, aber ich verstehe die Dinge nicht falsch. Ich verstehe, sagte der Sensei. Wie erklärst du dir dann diese Situation? Ich nehme an, es war ein Test von Sensei Yoto, Herr. Der Sensei kicherte. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, die dir aufgefallen ist. Der Junge schaute nach unten und sagte nichts. Sprich, befahl der Sensei. Es ist möglich, dass Sensei Yoto den Fehler gemacht hat, sagte der Junge ruhig. Ich möchte die Ehre meines Senseis aber nicht bestreiten. Natürlich nicht. Dennoch besteht die Möglichkeit, nicht wahr? Der Sensei nickte. Du bist so klug, wie mir gesagt wurde.
Der Schüler wand sich leicht, konnte seine Neugierde aber nicht verbergen. »Darf ich fragen, wer euch von mir erzählt hat, Sensei?« »Wer hat das nicht?« sagte dieser. »Die meisten deiner Lehrer haben deinen Namen erwähnt. Du bist sehr jung und hast gerade erst mit deinem Training begonnen. Und doch haben deine angeborenen Talente, deine Geschwindigkeit und Genauigkeit, mit der du die gestellten Aufgaben bewältigst, einen Eindruck hinterlassen. Vor allem wegen deiner ländlichen Erziehung und dem Fehlen von den gemeinsamen Traditionen und Bräuchen innerhalb des Imperiums solltest du dein Training mit einem Nachteil begonnen haben.« Der Junge sah wieder zu Boden. »Ich verdiene solches Lob nicht, Meister.« »Ich denke nicht, dass die Fakten zu nennen loben ist«, antwortete der Sensei. »Und ich denke, wir werden daran arbeiten müssen, diese Bescheidenheit von dir zu entfernen. Ein wirklich nützlicher Vasall akzeptiert sowohl seine Stärken als auch seine Schwächen und kann ihnen ohne Verlegenheit gegenübertreten.« Er sah den Jungen genau an. »Du möchtest doch ein nützlicher Vasall sein, oder?« »Ja, Meister«, erwiderte der Schüler. »Also gut«, sagte der Sensei. »Von diesem Moment an wirst du mein persönlicher Schüler sein. Du wirst nicht mehr an Sensei Yoto und die anderen berichten, sondern meldest dich in diesem Raum, meinem privaten Trainingsraum, jeden Morgen im Morgengrauen. Du wirst jedoch weiterhin im Schlafsaal wohnen.« Er hielt inne. »Dein Status als mein Schüler wird dir wahrscheinlich den Zorn deiner Mitmenschen einbringen. Das verstehst du.« »Das ist wirklich kein Problem«, sagte der Schüler. »Sehr gut«, sagte der Sensei. »Du bist entlassen, um dein Mittagessen zu nehmen. Allerdings etwas spät.« Er hielt inne. »Hast du noch etwas, was du sagen willst?« Der Junge stand zitternd da. Etwas wackelig, wegen der langen Zeit, die er auf dem harten Holzboden verbracht hatte. Er verbeugte sich sehr tief. »Ich bin dieser großen Ehre nicht würdig, Meister.« Er stand auf und sah dem Sensei in die Augen. »Aber ich werde es lernen.« Der Sensei lächelte. »Ja, ich denke, das wirst du.« Betrachte das Smaragd-Imperium. Wir kommen im zweiten Band vom Smaragdreich. Es ist nicht nur das zweite Quellenbuch für das Rollenspiel Legend of the Five Rings, 4. Edition, sondern auch die zweite Ausgabe des Quellenbandes zum Smaragdreich und der definitive Leitfaden für das Setting von Rokugan. Das erste Emerald Empire oder Smaragdreich, ursprünglich für unsere dritte Ausgabe gedruckt, bleibt eines unserer beliebtesten Bücher aller Zeiten und eines der am schwierigsten zu findenden. Wir hatten mehr Anfragen für einen weiteren Druck des Buches als für alle unsere anderen vergriffenen Bücher. Als die Zeit gekommen war, unseren frühen Veröffentlichungsplan für die vierte Ausgabe zu bewerten, schien die Entscheidung, den Text zu aktualisieren und das Buch neu zu drucken, offensichtlich. Für diejenigen von euch, die neu sind, ist die Frage, die ihr haben könntet: Was ist der Zweck dieses Buches? Und natürlich fragen sich diejenigen von euch, die langjährige Fans sind, was neu an dem Buch ist. Lasst uns diese beiden Fragen besprechen. Zunächst einmal ist das Smaragd-Imperium der definitive Führer der Samurai-Kultur, wie sie im Reich von Rokugan existiert. Wie sieht das Buch der Luft aus unserem Grundregelwerk der 4. Edition als Einleitung ansehen, ist dies der vollständige College-Kurs. Es ist eine erschöpfende Untersuchung aller verschiedenen Aspekte der Gesellschaft, die ein Spieler oder Spielleiter verstehen müsste, um die Abenteuer in diesem zusätzlichen Detail zu bereichern und realistischer zu machen. Der Zweck des Buches ist es, mehr als nur Oberflächenimpressionen zu bieten. Es soll den Spieler ermöglichen, die Welt und die Personen darin auf eine konsistente, individuelle Weise zu verstehen und darzustellen und so das Thema und den Charakter all seiner Bewohner bewahren. Und natürlich möchten wir euch auch ein paar Mechaniken geben, die ihr in eurer Kampagne genießen könnt.
aber darüber reden wir später. Für diejenigen von euch, die mit unseren vorherigen Ausgaben vertraut sind, stellt sich zweifellos die Frage, was an dieser Version des Smaragdreiches anders ist. Seid versichert, dass es kein einfacher Nachdruck, ist. Das hier enthaltene Material hat einen komplett neuen Bearbeitungszyklus durchlaufen. Die hohe Qualität garantiert, die ihr von unseren Regelwerken erwartet. Wir haben alle zeitkritischen Materialien entfernt, um sicherzustellen, dass das Buch den größtmöglichen Wert für Spielleiter aller Epochen bietet. Wichtiger noch, wir haben auch die Gelegenheit genutzt, neues Material für jedes Kapitel einzuführen und sogar ein neues Kapitel hinzugefügt, um sicherzustellen, dass die Behandlung des Settings so umfassend wie möglich ist. Dieses Buch enthält mindestens 25% komplett neuen Inhalt zusätzlich zur Überarbeitung des vorhandenen Materials. Und die Mechanik wurde ausgiebig getestet und basiert auf den Wünschen der Fans. In diesem Buch findet ihr Folgendes. Kapitel 1 Geografie ist eine Erweiterung der Beschreibung der Länder, die im Buch der Luft in der 4. Ausgabe erschienen sind. Es behandelt Orte und Einzelheiten der wichtigsten geografischen Merkmale, wie Bergketten, Küstenregionen und große Ebenen. Außerdem beschreibt es die Vor- und Nachteile von den nicht angeschlossenen Ländern, die zwischen den Grenzen der großen Clans liegen. Es nennt auch einige vergessene Orte, die in den Tiefen und Ecken des Smaragdreiches liegen und von einigen Spielleitern von Interesse sein könnten, um ihre eigenen Abenteuer darzustellen. Und wer könnte eine bessere geografische Diskussion führen als die Shinjo-Bushi, die die elitärsten Kundschafter und mitunter die besten Kavalleristen von ganz Rokugan sind. Kapitel 2 Gebräuche Untersucht die Traditionen und Rituale, die das Leben jeder lebenden Seele im Imperium ausmachen. Es werden die verschiedenen Stufen des Kastensystems untersucht, ebenso wie wichtige Meilensteine wie Geburt, Tod, die Genpoku-Zeremonie und das Anbieten von Geschenken in verschiedenen Clans. Jeder große Clan hat einen Abschnitt, der seine einzigartigen Rituale und Gebräuche darstellt, sowie dem minderen Clans und den imperialen Familien. Der Regelteil für dieses Kapitel beinhaltet die Schule der verbesserten Verteidigung des kleinen Clans, was eine hervorragende Möglichkeit ist, die einzigartigen Bräuche und Praktiken der minderen Clans im Vergleich zu ihren Gegenstücken der großen Clans hervorzuheben. Kapitel 3 Sozialstruktur betrachtet das starre soziale Gefüge, das das Imperium als himmlische Ordnung kennt. Es ist nicht einfach ein soziales Kastensystem, sondern ein integraler Bestandteil der nationalen religiösen Überzeugung. Die soziale Struktur von Rokugan beginnt mit dem Kaiser und erstreckt sich nach unten, um nicht nur die Samurai des großen und kleinen Clans zu umfassen, sondern auch die Mitglieder des Klerus, ausgebildete Bauernkrieger und die Niedrigsten, die Eta. Zum Highlight der starren Gesellschaft gehört die Schule der Imperial Sign Advanced, also imperialen fortgeschrittene Nachkömmlinge. Die Schule ist der regelmechanische Höhepunkt dieses Kapitels. Kapitel 4 Politik behandelt das mörderische Leben am Hofe, das das soziale Umfeld in Rokugan beherrscht. Es untersucht die verschiedenen Ebenen des Hofes und ihrer relativen Wichtigkeit vom kaiserlichen Hof bis hin zu einfachen Provinzhöfen von unzähligen Gouverneuren im ganzen Reich. Eine ausführliche Untersuchung der Macht und des Ansehens, die von den Auserwählten des Kaisers und den Juwelenfürsten ausgehen, ist ebenfalls enthalten. Um die unheilvolle Seite von Rokugans Politik hervorzuheben, ist die Ikoma Schatten des Löwenschule enthalten. Eine beliebte Gruppe aus früheren Ausgaben, die einst als Ikoma Spionagemeister bekannt waren. Kapitel 5 Die Künste sind völlig neue Inhalte und Details, die sich mit den Künsten in der Samurai-Gesellschaft beschäftigen.
Etwas, das viele Mitglieder der Kasten häufig übersehen auf ihrem Weg des Krieges und oder den Schriftrollen der Priester. Das Kapitel diskutiert, wie die Künste, Politik und Diplomatie im Imperium beeinflussen und wie jeder einzelne Clan sich den Künsten nähert. Die Schule der Shahiba-Künstler, eine der traditionellsten Handwerkereinrichtungen in Rokugan, betrachten den Inhalt von der spielmechanischen Perspektive. Kapitel 6 – Handel und Wirtschaft. Untersucht die seltsame und manchmal paradoxe Wirtschaft des Smaragdreiches. Das Kapitel diskutiert die Rolle, die Geld im Leben der verschiedenen Kasten innerhalb des Imperiums hat. Es befasst sich auch mit den Problemen von der Verfügbarkeit von Waren, den Haupthandelswegen durch das Reich und den Küstengewässern und die Importe und Exporte der verschiedenen Clans. Der Regelfokus für das Kapitel ist die Kobune Kapitänsanwärter-Fortgeschrittenen Schule. Eine der Schlüsselelemente der Clanswirtschaft. Kapitel 7 – Verbrechen und Strafe ist ein wichtiges Kapitel, wegen der wichtigen Rolle, die die Strafverfolgung des Reiches in vielen Kampagnen einnimmt. Dieses Kapitel enthält nicht nur Einzelheiten für die Bestimmungen des Smaragdmagistrats, sondern auch für die Jademagistraten und für viele andere wichtige Magistrate in den Reihen der großen Clans. Darüber hinaus diskutiert das Kapitel die verschiedenen Handlungen, die von der kaiserlichen Gerichtsbarkeit vorgenommen werden können und welche strengen Strafen erhoben werden können gegen diejenigen, die Gesetze brechen. Wegen der Wichtigkeit des Kapitels enthält es nicht eine, sondern zwei Schulen, die Doji-Magistrate und ihre Gegenstücke, die Shoshi-Magistrate. Kapitel 8 – Religion betrachtet die religiösen Systeme in Rokugan. Religion ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens von jedem ehrenwerten Samurai. Dieses Kapitel diskutiert alle Aspekte davon, einschließlich des Studiums des Tao von Shinsei, der Ehrfurcht für die Schicksale von Tengoku und die Verehrung der Ahnen, die weit verbreitet ist unter den Samurai-Familien. Während es offensichtlich ist, wie Religion sich auf das Leben der Priesterkaste und die Shugenja auswirkt, befasst sich dieses Kapitel auch damit, wie es sich im alltäglichen Aktivitäten von Bushi und Höflingen bemerkbar macht. Ganz zu schweigen von der Auswirkung auf die seltsamen Mönche der Bruderschaft von Shinsei. Die Auswirkung der Vielfalt von Religion innerhalb des Marktreiches kann in der dunklen Paragon-Fortgeschrittenen Schule gesehen werden. Diese Schule ist nur für die gläubigsten Krieger des Spinnenclans zugänglich. Kapitel 9 – Bildung zeigt die lebenswichtige Bedeutung von Bildung in einer von gelehrten Kriegern dominierten Kultur. Die Betrachtung reicht vom Dojo der Bushi zum Tempel der Shugenja und weiter zu den Akademien, in denen die Höflinge jeder Generation ausgebildet werden. Und es wird ein Blick auf die unzähligen verschiedenen Gempoku-Zeremonien, die im ganzen Reich abgehalten werden, geworfen. Einige der fremdartigen Erziehungsmethoden werden untersucht, einschließlich der rätselhaften taoistischen Schwertkämpfer des Drachenclans. Kapitel 10 – Krieg. Vielleicht das wichtigste Bestreben des durchschnittlichen Samurai, wenn kein größeres Schicksal, kann einen ehrenwerten Krieger dazu verhelfen, im Gedächtnis zu bleiben, als im Namen seines Herrn auf dem Schlachtfeld zu töten und zu sterben. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die traditionellen militärischen Rollen, die von vielen Samurai ausgeübt werden, sowie die einzigartigen militärischen Traditionen und Organisationen innerhalb der einzelnen Clans und andere Einheiten wie der Imperialen Legion. Als ein Beispiel für die Art von einzigartigen Kampfphilosophien, die innerhalb der verschiedenen Clans existieren, sind die Hida-Pragmatiker das regelmechanische Merkmal für dieses Kapitel. Kapitel 11 –
die Welt dahinter ist ein kurzer Blick auf die wenigen Informationen, die über die Länder außerhalb der Grenzen von Rokugan bekannt sind. Diese Informationen sind absichtlich spärlich gehalten und sollen die Fantasie des Spielleiters anregen, um die Welt als Teil eines größeren Ganzen zu betrachten. Anhang 1 – Weg des Daimyo ist ein Update der Systeme, die ursprünglich im gleichnamigen Grundbuch der zweiten Edition enthalten waren. Diese optionalen Mechaniken sollen es dem Spielleiter ermöglichen, die Spieler in einem viel größeren Maßstab in die Ereignisse des Reiches einzubeziehen, sodass die Positionen von Daimyo, Senseis, Tempelmeistern und anderen wichtigen Personen einnehmen können. Anhang 2 – Glossar ist eine einfache Untersuchung von vielen wichtigen Begriffen, die viele neue Spieler vielleicht nicht kennen. Der Abschnitt enthält alle wichtigen Familiennamen des Reiches sowie Bezeichnungen traditioneller militärischer Ränge, politischer Positionen, einschließlich der mächtigen militärischen Positionen von Rokugan und die wesentliche politische Position von Hatamoto. Soweit zum ersten Teil der Einleitung. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Kapitel 1 Geografie.